Welcome back, Kassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im Mighty-Modus. Leute, das erste Rennen in der zweiten Season mit Aston Martin. Leute, wollen wir reingehen? Oh, warte mal, das ist noch irgendwas. Ah ja gut, unser Wetter bricht, wir haben wieder Mond. Nett, Mond ist mein liebstes Wetter. Achso, nee, wir müssen hier wieder reingehen, um weiter zu drücken. So, Leute, auf geht's, ab geht's. Bahrain, das drittletzte Rennen im Corona-Kalender und für uns im Spiel, weil wir nur 10 Rennen in der Saison fahren. Das erste Rennen. Australien, ja, ist zwar eine schön zu fahrende Strecke, aber ich dachte mir, come on, das ist lieber eine kürzere Season, dann können wir vielleicht sogar noch eine dritte anhängen, als dann wieder eine große Season zu haben. Aber mal gucken. Und mal gucken, wie sich hier dieser Blackscreen entwickelt. Der ist schon wieder, also wow, sehr gut. So, jetzt, Leute, es gibt endlich Kommentar. Nicht wie im Qualifying. Willkommen zur Formel 1 Weltmeisterschaft von 2020. Wir sind hier beim ersten Rennen einer weiteren spannenden Saison. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr, sehr knapp werden. Aber bei der Formel 1 kann man sich da ja nie so ganz sicher sein. Also gut, fangen wir an. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen. Denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, der Regenmeister, Carlos Sainz und Gasly, Schumacher, Ricciardo, Verstappen und Kimi Räikkönen, Norris, Stroll, er hat eine Gridstrafe erhalten, Charles Leclerc und Kvyat, Vettel, Giovinazzi, Alexander Albon und Esteban Ocon. Russell, Magnussen, Latifi und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ich weiß nicht warum, ne? Aber jetzt, das erste Rennen der neuen In-Game-Saison, das war schon ein bisschen kribbelig im Bauch. Allgemein links zu sehen, ne, welche Fahrer wohin gewechselt sind, was ich ja im Vorfeld angesprochen habe, dass sie das irgendwie nicht gezeigt haben, weil sonst, ich weiß noch, im letzten Formel 1-Titel hat man noch eine E-Mail bekommen mit, hier, das sind die Fahreränderungen, guck da mal rein. Aber das fand ich schon schick. Und auch diese schöne Kameraperspektive vom Ferrari-Heckflügel und so, war schon nice. Übrigens, neue Saison, ein neues Session-Getränk. Wir haben, da wir jetzt ein bisschen, ne, Aston Martin, Werksansatz, müssen jetzt ein bisschen krass sein und ein bisschen Leistung zeigen. Leute, ungelogen, Oettinger. Ich mache mir jetzt hier schön den Oettinger auf, aber, oh, warte kurz hier weg mit dem Kronkorken, kam fast wieder zurückgeflogen. Den Kronkorken kurz entsorgen. Leute, es ist aber Malz wieder. Das Beste, was Oettinger zu bieten hat, ist unangefochten das Malzbier. Ich nehme mal einen Schluck. Obacht. Cut. So, dann gucken wir mal, ja, was uns die Strategieabteilung so vorschlägt. Persönliche Strategie. Ach du Jemine. Da hat ja... Oh Lord. Da hat ja jemand richtig Vertrauen in uns. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das wird krass. Alternativ. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ach du Jemine. Da müssen wir aber wirklich den Sergio Perez rausholen. Der, by the way, nächste Saison für Red Bull fährt. Wurde heute announced. Announced? Announced? Announced. Announcement.
Es wurde announced. Leute, mega geil. Schade für Hülkenberg, aber ja, Perez halt konnte halt die Leistung zeigen, die er hat, und das hat er getan. Während Hülkenberg ja auf dem Sofa saß, doof gesagt. Ah, jetzt aber wirklich, es ist ja wirklich schwierig. Ja, komm, wir gehen auf personalisiert. Ah, mal gucken. Von wie lange müssen wir mit den Roten denn fahren? Das ist ja so ewig lang. Wir haben auf jeden Fall mehr Benzin in unserer eigenen Strategie. Mal gucken, ob die uns dann was helfen kann. Also die überflüssige Menge Benzin. Nun, X. Rein in die Einführungsrunde. So. Gott, oh Gott. Fängt gut an. Oh, Mick Schumacher unter den ersten 10. So, nutzen wir diese Runde, um das Mega. Auto auf Betrieb der ja nächste Saison auch in der Formel 1 an, also mitfahren so wird. Oft wie möglich zu schalten. Oh, erstmal ein bisschen hier vorne wieder rankommen. Kurz mal checken, was. Eieiei, wir haben natürlich schon gut abgenutzte Reifen. Da sollen wir jetzt noch länger draußen bleiben als sonst. Könnte schwierig werden. Unsere Reifen, by the way, top Eiswürfeltemperatur. Übrigens, das ist Turn 10. Die schlimmste Kurve auf der ganzen Welt. Rennsport übergreifend. Okay, die Vorderreifen haben Temperatur. Die Hinterreifen will ich nur ein bisschen animieren, auch mal ein bisschen Temperatur anzunehmen. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Ja, sehr schön. So, Standard-Fettgemisch. Nee, Normalgemisch. 10% Reifenverschleiß. Wir haben 30, wir haben 2-3% dazu bekommen. Was war das denn für eine schlimme Runde? Aber gut, wir müssen auch Reifen aufwärmen. So, ich nehme nochmal ein Schlückchen. Gute Malzbier, ohne Scheiß. Der Malzbier ist echt der Shit. Ja, kurz geghostet worden. Übrigens, Perez hat eine 5-Plätze Grid Penalty für die Leute, die im Qualifier nicht dabei waren. Das hab ich nämlich dort erzählt. Er hat es geschafft, im ersten Training einen Unfall oder eine Kollision mit mir zu verursachen, wovon ich aber nichts gemerkt habe. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen aber hey, ein. Nehme ich hin. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Oh, Leute. Ja. Erstes Rennen der neuen Season. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich habe auch richtig Bock. Es könnte also ein großes Start-Crash-Gemenge geben. Oh, der Sainz. Oh mein Gott. Ich stehe mal das Diff ein bisschen runter. Damit die Reifen durch mein Fahrstil jetzt nicht so am Leiden sind. Ich kann da hinten Mick Schumacher sehen. In den Top 10. Es ist so ein schönes Gefühl. Gebt weiter Gas. Lass uns die erste Runde voll ausnutzen. Nein, wir müssen tatsächlich ein bisschen reifenschonend fahren. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen dranbleiben. Wir haben schon 2,1 Sekunden auf Mercedes. Und ein anderer Mercedes ist hinter uns. So, neue Season, neue Teile. Können wir ein bisschen unsere MGU H und K ein bisschen
strapazieren, plus Turbolader natürlich. Obwohl, ich kann eigentlich ein Fettgemisch anmachen. Jetzt, wo unsere Reifen noch Performance haben, mach ich das mal. Und natürlich noch eine Runde extra Sprit drin ist, kann man das ja mal angehen. Seht es, haut doch nicht ab da vorne. Sheet. Todeskörper da. Ich sogar im Qualifying 2 sogar auf meiner Hotlap, die habe ich ja voll mitgenommen. Weil wundersame Weise ist, dass das Auto sich dafür echt nicht interessiert. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Wir brauchen nicht so schnell zu fahren, obwohl wir das Fettgemisch anhaben. Ja, Tab-Aussage. Weil, wie gesagt, die Reifen müssen länger halten als die roten Reifen der anderen Fahrer. Deshalb immer schön nicht so rabiat einlenken, nicht so rabiat Gas geben. Obwohl es das Auto ab könnte, aber wir müssen ja Reifen schon fahren. Ich freue mich schon, das nächste Saison in Perfektion zu sehen. Wie gesagt, ne? Sergio Perez gefeuert von Racing Point, damit der Vettel rein kann, weil es ja keineswegs darf da der Spoil rausfliegen, weil, wie gesagt, sein Vater gehört ja das Rennteam. Aber, wie gesagt, der Sergio nächste Saison bei Red Bull. Nächste Saison der Mick bei Haas, der ja eigentlich streng genommen bei uns fährt. Also ich weiß nicht, was sie da für einen Mick nehmen, aber der Richtige ist vergeben. Das wäre super lustig, wenn es irgendwie so Koop-Karriere geben würde. Wir raten dir auf Mischung und das zweite Auto ist tatsächlich Mick zu Hause bei sich fährt. Das wäre super lustig. Teamkollegen beträgt 3,9 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,6 Sekunden. So, ich baue mir dann mal die andere Hälfte des überschüssigen Benzin mal für die harten Reifen auf. Ich wollte gerade die Bremsen vorne ein bisschen hochstellen, aber da ist ja die Gefahr wieder groß, dass wir uns dadurch wieder die Reifen ein bisschen kaputter machen. Noch mehr kaputter machen. Und noch mehr kaputt machen. Das heute ist wieder also Deutsch Masterclass. Ah, Kurve 10, die schlimmste Kurve der Welt. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und so. Okay, ich mach an. Ah ja, wir haben tatsächlich wieder einen vollen Tank gehabt. Shit, Scheitelpunkt. Ja, Junge, Junge. Oh, aber zwischen Stroll mit seinem Racing Point und irgendeinem Renault ist aber auch wieder eine gute Lücke. Übrigens, Breaking News, Leute. F1 2021, also ne, das ist das nächste Formel 1 Teil. Ein großes Pack Opening kündige ich hiermit schon an. Road to Messi in Form. Denn, naja, ich sag's einfach mal ganz stumpf, wie es ist. EA hat Codemasters gekauft. Nächstes Jahr ist, oh, doch nicht für Bremser. Nächstes Jahr ist der große Publisher EA.
Das heißt, Lootboxen, Slipstream, hier Windschatten, nur verfügbar, wenn man 2,90 € pro Rennen zahlt. Sei vorsichtig, und wie gesagt, damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Echtgeld, Ausgabenmöglichkeiten, überall. Dann wird's, ich meine, ich habe schon mit dem Battle oder Season Pass schon meine Späße gemacht, weil ich mir dachte, oh Mann, ey, was ist denn hier los? Ich kann mir die Season Pass Punkte, also man hat ja schon, man ist ja mit 9000 Punkten gestartet, wenn man sich das Spiel kauft. Oder zumindest, ne, am Anfang, vielleicht war es so ein Vorbestellerbonus oder sowas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich am Start schon 9000 € für. 9000, ja. Genau. 9000 hier Tacken, um mir den Season Pass zu holen. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich habe erstmal eine Markierung gekauft, musste dann dieses Ingame-Geld durch diese Standard-Season Pass-Dinger mir nachgeiern und konnte mir dann diesen VIP-Pass kaufen, ingame-mäßig, mit dem ingame verdienten Geld, den man auch, ne, mit Echtgeld kaufen kann. Oder hier irgendwie schon Ränge vorab freischalten mit hier so viele Coins. Oder, ne, wenn du Coins brauchst, kannst du bis 4,99 bis, glaube ich, 50 € sich da komplett austoben. Und wie gesagt, David hat schon mal eine Späße gemacht, aber jetzt wurde Codemasters von EA gekauft. Das heißt, vielleicht sogar RIP Season Pass, aber oder nee, kann ja nicht sein, ist eine Geldquelle. Season Pass bleibt, aber Leute, wenn ihr diesen einen krassen goldenen Fahrzeugskin haben wollt, ne, oder diese den krassesten Fortnite Stunts von Season 38 oder sowas. Also so 4,90 € würden wir das schon gerne sehen. Ich glaube, so ein Ding wird das. Da schaltet das legendäre. Oh ja, die Classic Autos. Schaltet das legendäre. Der legendäre McLaren 4.4 von Ayrton Senna frei. Für 2,95 €. Das wird doch ein Hit. Dann noch die DLCs. Ihr wollt die 2020er Corona-Season haben? Zahlt einfach mal 24 €. Wollt ihr nur die Bahrain-Strecke haben? Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Sie. Hat gerade die Führung übernommen. Der Abstand zum Auto. Aber das in der Box? Nee. Die betteln sich. Die betteln sich da vorne. Was ist denn da los? Aber wie ich auch instant zugetraut habe, dass Mercedes einfach schon in der Boxengasse ist. Also, jupp. Das nicht mal ein Abstand zum PE-Land. Können wir noch eine Runde fahren? Jetzt, wo ich nicht auf die Reifen aufpassen muss. Komm, wir prellen noch mal eine Runde raus. Einfach mal so. Ja, das haben wir auch. Junge, wir prallen jetzt richtig eine Runde raus. In die Boxengasse ein. Er ist an der Box. Kein EAS, das ist kein Problem. Den haben wir spätestens jetzt wieder. Mick kommt an die Box. Mick an der Box. Mach diese Kurve. Das Auto hinter dir verloren. Die Kurvenlage ist Mist. Nee, schlechte Entscheidung. Na gut, unser Boxenstoppfenster ist für uns eigentlich auch erst in dieser Runde offen.
Ui. Alternativroute. Mal auf 62% auf die Vorderbremse geben, statt nur 60. Du legst 3 Sekunden vor deinem Hintermann. 3 Sekunden. Ja, das ist nix. Führungskilometer. Oh, Fettgemisch nochmal rein. Boxenstoppfenster ist für uns jetzt offen. Mann, Kinderreifen. So, und jetzt, also jetzt gleich, wenn wir die harten Reifen haben. Wenn jemand noch die harten Reifen hat, dann wird es interessant. Aber wenn jemand die Mediums hat, dann können wir uns entspannt überholen lassen, weil der muss dann nochmal in die Box. Der verliert dann nochmal 20 Sekunden circa. Oh, und Mercedes ist im Tumult drinne. Das kostet denen natürlich auch Zeit, ne? Wenn auch noch die Reifen heiß, der Motor heiß, Mercedes ist nicht dafür ausgelegt, irgendwie hinterher zu fahren, im Windschatten anderer Leute, sondern vorne in freier Luft. Also, in der Realität, ne? Also, hier im Spiel ist das wieder was anderes. So, Benzin zurück. So, wo ist meine Flasche? Da. Das Zimmer ist mittlerweile auch echt dunkel geworden, ne, durch die Jahreszeit. Ich sehe nichts mehr. Dann noch bei einer schwarzen Flasche oder irgendwas erkennen, ist schon hart. Nee, braun ist das. Fertig, los jetzt. Oben. Lando mit den Führungskilometern. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe. Mick ist vorbei an uns. Falls du auf die Strecke fährst. Aber Mick, wie alle anderen, müssen nochmal in die Box. Überholmodus rein. Und wieder raus. Gegen Stroll behauptet. Oder gegen Perez. Wer war es jetzt? Wie gesagt, toll ist, dass hier keiner auf harten Reifen unterwegs ist. Das heißt, die müssen alle nochmal in die Box und wir nicht mehr. Die Frage ist nur, rechnet sich das am Ende des Rennens? Wenn die dann irgendwie 4 Sekunden hinter uns sind und die Reifen einknicken und die dann noch die niegelnagelneuen guten Mediums haben. Oder vielleicht sogar die roten. Reifenschonendste Rennen, was ich glaube ich jemals gefahren bin. Mick Schumacher Masterclass, wenn wir auch wieder da auf der 16. Position, das zweite Auto vor uns, ist ja schon wieder Mick. Der hat ja eigentlich auch drauf, seine Reifen gut zu behandeln. Also, außer wenn es mal ernst wird wie im letzten Rennen. Gott, das ist eine schlimme Kurve. Aber hey, wir haben... Oh, der ist. Take ich. Oh Gott, die harten Reifen, Leute. Also in dieser Kurve merkt man immer, wie die Reifen sind. Weil entweder läuft die Kurve für einen schlecht oder super schlecht mit abgenutzten Reifen. Thank you.
Zeit gut machen. Auch Mick. War Mick schon in der Box? Weil der rote Reifen. Aber wahrscheinlich. Nee, der war doch schon in der Box. Weil sonst wäre er nicht 16. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Hat Mick wie sein Vater wieder sein altes Rennteam, also seine Mechaniker und alles, einfach in das neue Rennteam einfach mitgenommen? Nein, kein Windschatten nehmen. Ah, so krass hilft es dir nicht. Sehr schön. Oi, eventuell den Bremspunkt fahren. Eventuell. Gott, oh Gott. Die Verteidigungskurve. Bisschen sehr viel am Blockieren da vorne in die Reifen. Ich pack's mal 4% zurück, die Bremskraft. Wir wurden angestupst. Von Stroll. Stroll ist RIP. Okay, alles klar. Na gut, war auch nicht der cleanste Bremspunkt, den ich da gewählt habe. So, Meter machen. Oh Gott, Stroll muss, glaube ich, nochmal in die Box. Egal, wie schlecht unsere Reifentaktik ist, wir werden bestimmt nicht letzter werden. Oh, ihr S-Vorrat geht langsam zur Neige. Ah, ich stelle den mal ab. Weil der Abstand ist gerade gut genug. Ah, will er? Er will. Frech. Harte Reifen sind auch echt gruselig. Ich hatte leider nur einen Satz in den drei Trainingssessions. Mit den harten Reifen. Ja, die benutze ich eigentlich nur für die ganzen Trainingsaufgaben, wie hier. Fahre diese Zeit und spare so viel Benzin. Oder genau das gleiche mit wie spare Reifen oder spare ERS. Die ganzen Trainingsprogramme ist für mich alles nur der eine Reifen, nämlich hart. Deshalb habe ich da nie immer so die größte Erfahrung, weil es auch eigentlich die schlimmste Erfahrung, die du machen kannst, ist mit harten Reifen versuchen schnell zu fahren. Es ist so elendig. Aber wir haben schon wieder 31% ERS. Das Ding lädt sich ja super schnell auf. Komm da. Oder kommt er nicht? Er kommt. Gas, okay, Low-Modus. Der Abstand zum Vordermann beträgt 3,6 Sekunden. Bye, have a great time.